ist. So, dann. Es ist eins. Ich würde sagen, wir starten hier mal offiziell. Also, ich freue mich, dass ich euch heute im Rahmen der Foto- und Video-Days vom Digital Store begrüßen darf. Ich darf heute mit euch mich über die Mittelformatkameras von Fujifilm unterhalten, insbesondere über die 50 S2. Vertreten darf ich heute meine Kollegin, die leider verhindert ist, die Alexandra Engel. Mein Name ist Lisa Christine Schrötter. Ich bin Berufsfotografin, habe es allerdings heute auch nicht nach Wien ins Studio von Digital Store geschafft. Das heißt also, wir sind jetzt da heute hier bei mir im Wohnmobil. Dementsprechend, also sollte es irgendwie zu laut sein oder ich das Mikrofon ein bisschen umstellen, damit ihr mich besser hört, sagt es mal einfach. Ich versuche das auf der Seite im Chat hier ein bisschen mitzuverfolgen. Für all diejenigen, die mich schon kennen, die wissen, bei mir sind die Vorträge eigentlich immer ein bisschen locker und ohne jetzt irgendwie einen strikten Faden aufgebaut. Also für mich ist es einfach wichtig, danke, für mich ist es einfach wichtig, dass ihr das mit nach Hause nehmt, also in dem Fall mit aus dem Vortrag nehmt, was für euch wichtig ist. Das heißt also, ihr könnt mir wirklich jederzeit Fragen stellen. Ich versuche, die im Chat mitzuverfolgen und sie euch zu beantworten. Sollten sie den Rahmen jetzt irgendwie sprengen, den Zeitrahmen oder einfach auch vom Thema her, dann von mir wirklich auch sehr, sehr gerne das Angebot. Ihr könnt mich gerne über meine Webseite kontaktieren. Das ist lisa-christin.com oder über meinen Instagram-Account. Und dann können wir uns dann auch da wirklich im Nachhinein gerne noch über alle offenen Fragen unterhalten. Was vielleicht auch ganz wichtig ist zu wissen, die ganzen Vorträge und Workshops, die hier jetzt im Rahmen von den Foto- und Video-Days vom Digital Store gegeben werden, werden aufgezeichnet und kommen dann natürlich auch auf den YouTube-Kanal vom Digital Store. Und darunter könnt ihr dann natürlich auch Fragen stellen und ich versuche da hin und wieder mal reinzuschauen und auch die noch zu beantworten. Gibt es vorweg schon Fragen? Also wie gesagt, ihr könnt es jetzt gerne auch gleich einmal hier deponieren, ob sie jetzt zum Thema dann passen, auch während des Vortrags oder nicht. Wie gesagt, ich habe eh nie so ein wirkliches Konzept, also ihr könnt mich gar nicht aus dem Konzept bringen, nur rausnehmen. Dabei würde ich jetzt einmal hier umspringen und mal ein Screensharing mit euch machen und uns die Kameras eben, wie gesagt, wirklich einmal näher im Detail anschauen. So, da, ihr habt hier oben dann, glaube ich, eh auch immer noch ein Fenster, in dem ihr mich seht. Das einzige Problem ist, sehe ich gerade hier, dass ich jetzt die Fragen nicht mehr so wirklich mitbekomme. Ich werde dann einfach hin und wieder mal umschalten, und auf das eingehen. So, also grundsätzlich, wie gesagt, ich werde euch jetzt nicht lang eine Präsentation hier vor, genau. So. Ich werde euch jetzt nicht lange eine großartige Präsentation vorlesen mit Specs und Informationen, die ihr vielleicht irgendwo anders auch schon einmal gelesen habt. Ich werde ein bisschen hin und her springen zwischen der Präsentation und Fotos von mir und eben, wie gesagt, dann auch die Fragen mit einbeziehen, die ihr dann im Laufe der Zeit quasi dann hoffentlich auch stellt. Anfangen möchte ich bei eigentlich quasi dem Body von den Mittelformatkameras, vor allem eben, wie gesagt, ich stelle es da mal kurz ein bisschen runter. Jawohl. Vor allem eben, wie gesagt, betreffend der 50 S2. Hier im Bild seht ihr jetzt einmal beide Kameras eingeblendet. Was meine ich mit beide? Die 50 S und die 50 S2. Die vordere ist quasi die neue, die Zweier. Sie sind in der gewohnten Fuji-Manier mit einem Magnesium-Body. Das heißt also, die Kameras sind extrem robust, halten extrem viel aus, sind natürlich wetterfest. Das finde ich ist einfach eine ganz, ganz wichtige und tolle Sache, dass ich eine Mittelformatkamera habe, die ich wirklich jetzt mit bestem Gewissen und gutem Gefühl mit rausnehmen kann. Natürlich, klar, Sensor, Dynamik, Umfang, all das ist auch dafür da. Die Fujifilm-Kameras gehen einfach fantastisch um mit gegebenen Lichtverhältnissen, was für mich ganz, ganz wichtig ist. Kommen wir dann aber später nochmal drauf.
drauf zum Sprechen. Also das heißt, Bodies sind robust, sind aber grundsätzlich jetzt sehr bauähnlich, die beiden. Das ist eine Frage, die ich sehr oft eben bekomme. Wie groß ist die Kamera jetzt da eigentlich? Klar, ich bin ein großer Fan davon, dass man die Kamera auch wirklich mal in die Hand nimmt, bevor man sich dafür entscheidet. Geht in Zeiten wie diesen gerade nicht allzu leicht. Dementsprechend mache ich das jetzt einfach mal für euch. Also das heißt, die Kamera grundsätzlich hat 900 Gramm und ist von der Größenordnung ungefähr so einzuordnen wie eine klassische Vollformat-Spiegelreflexkamera, obwohl sie ein Mittelformat ist. Also das heißt, sie ist kompakt, sie liegt gut in der Hand, wirklich dafür damit rauszunehmen. Der Vergleich noch einmal hier mit den beiden Kameras, der Rückteil oder der hintere Teil der Vorgängerin war ein bisschen größer. Das heißt, die neue Kamera ist jetzt ein bisschen kleiner. Was sonst gleich einmal ins Auge fällt, ist eigentlich dieses Modus-Wahlrädchen. Klar, natürlich auch mit den Gedanken von Fujifilm, da User anzusprechen, die oder Fotografen anzusprechen, die auch mit anderen Marken fotografieren. Ganz, ganz spannend finde ich, und am unteren Wahlrädchen, haben Sie sogar den Pfeil, also da am unteren Wahlrädchen, die Customer-Modis, 6 Stück davon. Klar, eine Mittelformatkamera wird natürlich viel eingesetzt für, ich sage jetzt mal, Porträtshootings, Produktfotografie, gewisse Setups, die sich eventuell immer wieder wiederholen. Und ich kann mir hier natürlich meine Parameter grund einstellen, damit ich die dann bei den Shootings jedes Mal wieder gleich habe. Ansonsten, vom Menü her aufgebaut sind eigentlich die Fuji-Kameras alle sehr, sehr ähnlich. Also das heißt, es ist hier auch ganz, ganz easy, unter den Kameras zu switchen. Viele Fotografen haben auch einfach ein kleines XT, also mit System mit den APS-C-Sensoren von uns und verwenden die Fuji Mittelformatkamera zeitgleich, zum Beispiel auf Hochzeiten oder ähnliches. Das heißt also, da jetzt von der einen Kamera auf die andere zu switchen, ist sehr, sehr leicht. Ganz leicht natürlich auch, oder sagen wir so, das unterstützt natürlich auch die Möglichkeiten, die wir haben, hier diese ganzen Knöpfchen und Rädchen, auch die Wischrichtungen von dem Bildschirm so einzustellen, wie es für uns intuitiv ist, wie es wir vielleicht von anderen Kameras bereits gewohnt sind. Was ein bisschen ein Umstieg ist, vielleicht für diejenigen, die bereits eine Fujifilm-Kamera haben, ist die Blende. Wird jetzt nicht mehr wie bei jedem, oder sagen wir so, die Blende wird bei Fujifilm-Kameras, ja, wie wir es gewohnt sind, vorne am Blendenring eingestellt. Allerdings nicht bei allen Objektiven. Und gerade die GFX 50 S2 kommt ja jetzt da im Set mit eben diesen 35 bis 70 mm Objektiv. Und dieses Objektiv hat keinen Blendenring. Das kennen wir auch vielleicht in der kleinen Serie. Bereits in dem Fall wäre es dann ganz einfach so, dass wir mittels diesen Rädchen vorne oder hinten, das kann ich mir aussuchen, dann einstelle meine Blende, meinen ISO-Wert und die Verschlusszeit. Geht eigentlich ganz easy, das heißt, ich kann vorne einstellen mit dem Rädchen die Blende, drücke einmal drauf, es switcht auf den ISO-Wert, ich drücke einmal drauf, switcht wieder zurück zur Blende. Viele kennen das ja vielleicht bereits eh schon. So, ich rutsche jetzt mal ganz kurz raus wieder aus dem Screen-Sharing. Schauen wir mal, wie das geht. Jawohl, wunderbar. Fragen sind noch keine da. Okay, dann gehe ich wieder zurück auf mein Screen-Sharing. So, da. Gut. Wie gesagt, Magnesium-Body in alter Manier. Was ist bei den inneren Specs vielleicht ganz wichtig? Klar, natürlich ein Bildstabilisator. Ich lasse jetzt die Präsentation so offen. Ich hoffe, das ist für euch soweit okay und dass ihr genügend seht. Ganz essentiell ist der Bildstabilisator. Klar, wenn ich mit einem größeren Sensor arbeite und es zu längeren Verschlusszeiten kommt, ist es einfach wichtig, dass die Kamera einen Bildstabilisator hat.
Betreffend eben, wie gesagt, natürlich auch dem großen Sensor ist es wichtig, dass ich einen schnellen Prozessor habe. In dem Fall ist es der Quad-Core 4 Prozessor von Fujifilm, dass natürlich auch die Daten schnell ausgelesen werden können. Bringt mich eigentlich auch gleich mal zu einer Frage, die ich ganz, ganz oft gestellt bekomme, nämlich das, wofür kann ich denn jetzt eigentlich eine Mittelformatkamera einsetzen? Wofür ist sie da? Was sind die Vor- und was sind die Nachteile? Kann ich alles damit fotografieren? Also grundsätzlich ist es gar nicht so leicht zu beantworten. Ich bin der Meinung, es kommt extrem darauf an, wie man fotografiert. Also gar nicht unbedingt nur, was man fotografiert, sondern wie man zu seinem Produkt kommt, zu seinem Foto kommt. Und dementsprechend kommt man dann eben auch mit Kameras, mit einem großen Sensor, mit Kameras, die dementsprechend eventuell auch ein bisschen langsamer sind, als wie Kameras mit einem kleineren Sensor, zu dem, was man sich wünscht. Komme ich nachher dann noch näher darauf zu sprechen, was genau ich damit meine. Das Erste ist natürlich einmal bei einer Mittelformatkamera, du hast natürlich eine sehr große Datenmenge, klar. Der Sensor hat jetzt 50 Megabyte, das Ganze gibt es natürlich auch mit 100 grundsätzlich, Megapixel, pardon. grundsätzlich ja, man kann die Daten auch komprimieren, also das bedeutet, man kann auch verlustfrei komprimiert die Bilder aufnehmen. Aber letzten Endes hat man eine sehr große Datenmenge, die man natürlich auch verwalten muss. Das ist, also ich sage dann viele, ja, das ist ja gar nicht notwendig und ich brauche das vielleicht nicht immer und ich brauche dann auch sofort einen neuen Computer, damit der das überhaupt stemmen kann. Also grundsätzlich, ja, eine Mittelformatkamera bringt dir eine große Datenmenge, bringt dir eine sehr, sehr hohe Auflösung, die dafür da ist, unter anderem natürlich die Bilder groß aufzuziehen. Und ja, in der heutigen Zeit werden einfach Bilder natürlich großteils auf dem Handy, auf dem Computer angeschaut, kommen in Webseiten, von mir aus auf Instagram vor. Da bräuchte ich das nicht. Aber was ein ganz wichtiger Punkt ist oder was für mich die Fotografie mit Mittelformat ausmacht, ist eigentlich nicht unbedingt nur, wie groß kann ich es aufziehen oder wie sehr kann ich einen Bildausschnitt machen, sondern eher die Bildsprache. Was ich damit meine, zeige ich euch. Ich switche jetzt kurz mal um auf Capture One. Ich habe mir hier ein paar Bilder rausgesucht, die ich eben mit Mittelformatkameras aufgenommen habe. Ganz bewusst jetzt mal auch dieses Bild hier reingegeben. Ob dieses Bild jetzt da auf Instagram angezeigt wird oder ob das groß aufgezogen wird, ist absolut egal. Man sieht einfach meiner Meinung nach sofort dieses typische, klassische, diese Bildsprache, die eine Mittelformatkamera hat, ja, also dieses Rauspoppen vom Objekt. Ich zoome jetzt auch gleich einmal rein. Natürlich, klar, also die Bilder sind jetzt eigentlich auch alle nicht bearbeitet. Natürlich, klar, wenn ich da reinzoome, ich hoffe, das wird einigermaßen gut übertragen. Man sieht hier die Detailtreue, also die kleinsten Härchen hier auch auf den Augen. Das ist das Original. Das ist 100% Vergrößerung, aber was ich damit meine, ist einfach wirklich dieses Spiel mit der tiefen Schärfe. Wenn ich mal eben diese zwei anschaue, also einerseits eben den Mongolen, dem diese Pferde gehören und eben das Pferd selber, das ist einfach irre. Und genau das ist für mich das, was ausmacht, mit Kameras mit einem großen Sensor zu fotografieren. Ja. Dasselbe auch hier. Ich gehe da vielleicht jetzt einfach mal in den Fullscreen-Modus. Vielleicht könnt ihr das so besser sehen. Also auch hier noch einmal 100%. Ja, natürlich, das ist fantastisch. Hier diese ganzen Details, die Zähne von der Ziege, die Härchen. Aber wie gesagt, vor allem einfach wirklich diese Bilddynamik, diese Bildsprache, die das Fotografieren mit einem großen Sensor einfach mit sich bringt. Gut, auch hier, ich switche jetzt mal kurz wieder auf den normalen Modus, nicht schrecken, nur um zu schauen, ob schon Fragen da sind. Nein, alles gut soweit. Okay, also wie gesagt, wirklich jederzeit. Gut, gehen wir wieder auf Screensharing. So,
Also das bedeutet, für mich das Fotografieren von einer Mittelformatkamera ist eben, wie gesagt, deswegen so spannend und so interessant, weil es eine ganz andere Bildsprache hat, als wie das Fotografieren mit einem kleineren Sensor. Natürlich kann ich mit Objektiven sehr viel machen. Ja? Also wenn ich wirklich jetzt da Objektive verwende, qualitativ sehr hochwertige, mit einem wunderschönen Bokeh, komme ich da rein und komme oder kann ich mich da antasten an diese Bildsprache. Aber das ist meiner Meinung nach das, was es grundsätzlich eben ausmacht und wo ein großer Unterschied einfach da ist. Ein Thema, das ich sehr spannend finde, auch immer ist dieses, wie schnell ist jetzt so eine Mittelformatkamera? Was kann ich jetzt eigentlich wirklich damit fotografieren? Sportfotografie, geht das überhaupt? Jein, also ich war ja eigentlich immer der Überzeugung und habe das immer auch so wiedergegeben, dass man gewisse Sachen fotografieren kann damit, aber ein Fußballspiel zum Beispiel nicht. Und jetzt hatte ich vor einigen Wochen einen Vortrag in Tirol und da ist dann tatsächlich total entsetzt ein Kursteilnehmer zu mir gekommen und hat mir Fotos gezeigt, aufgenommen mit der 50R, also quasi auch mit einer Vorgängerin von der 50S2, und hat mir Fotos gezeigt von einem Fußballspiel und die Fotos waren fantastisch. Also es waren wirklich ganz, ganz tolle Fotos. Nach wie vor allerdings, die Mittelformatkameras sind nicht mit dem Hauptfokus auf Sport jetzt einmal entstanden und gebaut worden. Grundsätzlich die Idee von Mittelformatkameras, klar, im Studio eben Produkt und so weiter. Aber, und das habe ich vorhin gemeint mit dem, es kommt immer darauf an, wie man fotografiert. Das hat jetzt nichts mit gut oder mit schlecht zu tun, sondern einfach wirklich, was deine Art der Fotografie ist oder eben, wie man zu dem Ziel kommt. Und das ist eben auch das, worauf ich dann die Kamera mal getestet habe. In dem Fall ist das hier der Benno. Ich gehe da jetzt wieder im Full-Modus. Das ist der Benno Hankewitz. Der ist zweifacher BMX-Weltmeister. Und mit ihm durfte ich die Kamera auch wirklich gleich einmal anfangs auf Herz und Nieren prüfen sozusagen. Und was da einfach wirklich spannend ist, dass sie sehr wohl das schafft, dass man solche Aufnahmen hinbekommt mit einer Mittelformatkamera. In dem Fall, oder sagen wir so, ich bin grundsätzlich kein großer Fan von Serienbilder und auch nicht von Autofokus-Verfolgung. Können sie sogar fantastisch, also auch Augenautofokus, Gesichtsautofokus funktioniert super. Ich komme da einfach aus der alten Schule. Ich habe früher sehr viel eigentlich anfangs natürlich nur analog fotografiert. Ich mache ein Foto und ich fotografiere auch sehr viel mit der Fokusfalle. Was natürlich das Fotografieren im Sportbereich mit einer Mittelformatkamera ein bisschen erleichtert, wenn man weiß, wie so eine Fokusfalle funktioniert. In dem Fall allerdings ist dann nichts gegangen mit Fokusfalle, weil der Benno, der ist von da irgendwo runtergesprungen und ich wusste nicht im Vorhinein, wo das sein wird, ob das anfangs sein wird oder hier. Also eigentlich wusste ich grundsätzlich überhaupt nicht, was er macht. Ich fand es toll, ich habe gesagt, sei da oben irgendwo irgendwie und konnte hier nicht vorfokussieren und der Benno hat es geschafft. Ich sehe jetzt da gerade, dass wir hier eine Nachricht bekommen haben. Okay, bitte Fokusfalle erklären. Ja, das mache ich sehr gerne. Und genau, also ich musste noch mal nachschauen, wie groß wirklich die Daten jetzt das sind. Schreibe ich nachher aber auf jeden Fall drunter. Also grundsätzlich die bei der 50er, also bei der 50 S2, so. Liegt jetzt ein RAW bei ungefähr 106 bis 116 Megabyte von der Größe her. Ich schreibe dir das aber nachher nochmal drunter. Ich bin furchtbar mit Zahlen, ich merke mir das nicht auswendig, beziehungsweise vielleicht kann ich da nachher kurz noch im Laufe von einem Vortrag jetzt dann noch nachschauen. Die Fokusfalle erklären mache ich sofort. Vorweg vielleicht noch ganz kurz,
das, was mich an dem Bild oder warum ich genau dieses Foto noch genommen habe, was mir bei Fujifilm einfach oder was mich dazu gebracht hat, grundsätzlich auf Fujifilm zu wechseln, ist das, wie die Kamera mit gegebenen Lichtsituationen zurechtkommt. Ne? Also dieser Dynamikumfang oder wie Fujifilm, die Sensoren von Fujifilm damit zurechtkommen. Also das ist einfach absolut fantastisch. Wie gesagt, ich fotografiere ganz, ganz viel mit gegebenem Licht. Und man hat es einfach sehr, sehr oft, die Situation, dass hier grelles Licht und eben dunkler Schatten gleichzeitig auf ein Bild müssen. Und genau da ist es eben, wie gesagt, das, was mich hier einfach so begeistert hat. So, oder mal schauen, ob sich da jetzt da kurz wieder rauskomme. Okay, will er nicht. Eine Sekunde, ich muss kurz hier, jawohl. So, was meine ich damit? Ich zeige euch zuerst das, was ich mit der Fokusfalle meine. Da kurz noch einmal den Chat dazu. Dynamikumfang ist 14 Blenden. Das heißt also, wenn ich eine Aufnahme habe, die zum Beispiel... so kann man das ein bisschen mit einblenden. Eine Aufnahme habe, die zum Beispiel ursprünglich so ausschaut, kann ich ganz, ganz easy, ohne jetzt da drastisch viel zu arbeiten, also das heißt, ich gehe mal hier auf mein Bearbeitungstool. Ihr seht also hier, alles, was ich gemacht habe, ist die Belichtung ein bisschen hochdrehen. Also das heißt, die Belichtung grundsätzlich und die Shadows. Und ich hole dann das hier wieder raus. Und das ist halt einfach absolut fantastisch. Genau dasselbe ist, also ich bin ein großer Fan davon, immer alle zu ermutigen, mal ganz, ganz bewusst Bilder unterzubelichten, um zu schauen, was dann eben bei einer Kamera noch rauskommt. Also ihr seht, das ist mein Originalbild. Das hole ich dann danach raus. Und ich hole jetzt nur, also ihr seht es hier auf der Seite, alles, was ich mache, ist den Belichtungsregler einmal höher zu drehen. Gut. Gehen wir noch einmal ganz zurück zu der Fokusfalle. Was ist eine Fokusfalle? Fokusfalle funktioniert im Endeffekt so, also ich will nicht zu lange mich damit jetzt aufhalten, oder diejenigen, die das eben bereits wissen, damit langweilen. Aber grundsätzlich ist eine Fokusfalle das, dass ich mir im Vorhinein meinen Bildausschnitt auswähle, ja, bestimme also wirklich schön und in Ruhe den Bildaufbau und lege bereits fest, wann ich abdrücke, wo mein Schärfenpunkt ist. Das heißt, also bei dem Foto sieht man das ganz gut, hier konnte ich das machen, oder bei dem Foto sieht man gut, warum ich das machen konnte. Ich habe also hier meinen Fokuspunkt. Eine Kamera sieht ja alles in Ebenen, gar nicht in Punkten, obwohl wir das Ganze Fokuspunkte nennen. Das heißt, eine Kamera sieht alles in Ebenen, und je näher etwas zum Sensor ist, umso mehr Ebenen gibt es. Und je weiter das Objekt quasi weg ist, umso größer werden diese Ebenenabstände. Das heißt also, am Anfang natürlich gibt es ganz viele Ebenen, und ich muss mich, wenn ich mit offener Blende fotografiere, genau konzentrieren, auf welche Ebene ich scharf stelle. Irgendwann hinten ist für die Kamera alles nur noch eine Ebene. Ja? Und dementsprechend, wenn ich dann, sagen wir, es ist vor mir ein riesenleeres Feld und ich stelle hinten auf eine Kirche scharf, und neben der Kirche sind auch noch Bäume, und dahinter, das wird alles dann scharf werden, weil dann nur noch eine Ebene ist. Das heißt also, ich weiß jetzt da, ich stehe so vor dem Benno, der Benno wird auf mich zukommen, und ich habe eine gesamte Ebene, die durch das Bild läuft, und wenn ich auf die vorher schon scharf stelle, dann helfe ich quasi der Kamera auf jeden Fall da scharf zu sein, wenn ich das möchte. Das heißt, dass ich setze vorher meinen Fokuspunkt und warte, bis der Benno oder wer auch immer genau in diesem Punkt ist, und drücke dann ab. Das mache ich deswegen, oder das mache ich vor allem dann, wenn ich eine Kamera habe, die einen langsamen Autofokus hat oder vielleicht gar keinen Autofokus hat. Ne? Das ist also eine Fokusfalle. Das heißt,
Ich baue mir vorher mein Bild schon zurecht, suche mir meinen Bildausschnitt und drücke dann ab, wenn das Objekt der Begierde sozusagen in der Ebene ist, in der ich sie haben möchte. Riesenvorteil ist, du bestimmst wirklich, wie dein Bild ausschaut. Und das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Und genau deswegen mache ich das auch mit Kameras zum Beispiel, die einen super schnellen Autofokus haben. Weil sobald man mit Serienbild fotografiert oder eben das nicht so macht, bestimme ich nicht wirklich, wie mein Bild ausschauen wird. Was heißt das? Das heißt, also ich halte mal drauf und dann werde ich höchstwahrscheinlich schon früher anfangen abzudrücken, wenn der Benno kommt, und ziehe dann mit ihm mit. Und dementsprechend verliere ich meinen Bildausschnitt. Die ganze Bildkomposition ist dementsprechend willkürlich. Ja, vielleicht habe ich diesen einen Moment drauf, der jetzt fantastisch ist, wo er sich gerade durchstreckt, vielleicht aber auch nicht. Und das ist für mich einfach eine Fokusfalle. Und das ist meiner Meinung nach aber auch ein schöner Punkt oder schön zu wissen, wenn ich sowas beherrsche, kann ich natürlich auch mit Mittelformatkameras oder auch mit Kameras, die gar keinen Autofokus haben, Sportfotografie machen. Genau, also grundsätzlich kannst du dann auf den manuellen Fokus, gar nicht so leicht zu reden und zu lesen gleichzeitig. Also grundsätzlich einmal kommt es bei der Fokusfalle ganz drauf an, wie du es machst. Du kannst davor manuell oder mit einem Autofokus auf deine Ebene scharf stellen und dann einfach umswitchen. Also das heißt, du kannst ja dann bei den Kameras ganz, ganz leicht während du quasi die Kamera hältst, ohne die Kamera natürlich wieder runterzunehmen, hier wechseln zwischen manuellen und Autofokus. Ne? Ich persönlich mache es einfach so, dass ich, also meistens so, dass ich quasi auf den Punkt scharf stelle, den Auslöser leicht gedrückt halte und dann abdrücke, wenn er da ist, sodass ich die Möglichkeit dann habe, gleich darauf folgend noch einmal ein Foto zu machen, wo er vielleicht gerade in dem Fall von der Wand wegspringt oder ähnliches und die Kamera dann da den Autofokus wieder hat. Also das ist wirklich, wie du es lieber verwenden möchtest. Gut, da noch ganz spannend, ich switch dann gleich wieder um, keine Angst, aber was ich hier eben, wie gesagt, noch einmal hinterlegen möchte, ist einfach das, hier habe ich auch nicht mit der Fokusfalle fotografiert, aber sehr bewusst mit einer offenen Blende, also wir sind hier bei Blende 2,5 und sehen hier das auch eigentlich wunderschön, dass es wirklich, obwohl ich so weit weg bin, ganz, ganz ein schönes tiefen, scharfen Spiel hat. Okay, so, ich springe jetzt mal kurz wieder um auf unsere Präsentation. Gut, also ihr seht, es ist gar nicht so easy für mich zu lesen und zu antworten und zu reden gleichzeitig. Ich bin einfach wirklich nicht multitaskingfähig, aber ich gebe mir Mühe und wie gesagt, also auch da, sonst schreibt mir das einfach wirklich gerne auf danach noch auf Instagram oder per eine E-Mail und ich beantworte euch alles das, was ich übersehe oder wo ich gerade nicht dazu komme, dann auf jeden Fall noch im Nachhinein. Gut, grundsätzlich, ich glaube, das haben wir durch. Was haben wir hier noch, was wichtig ist? Face und Eye Detection haben wir eigentlich schon besprochen. Das ist für mich einfach eine spannende Sache, dass das jetzt da wirklich bei einer Mittelformatkamera mit so einem großen Sensor irrsinnig gut geht. Thema Dynamikumfang, kurz angesprochen hatte ich es schon. Wir haben hier einen schönen Slide bekommen, wo man diesen Dynamikumfang eigentlich sehr gut erklärt bekommt oder sehen kann. Ich persönlich bin ja ein Fan davon, helle Stellen richtig zu belichten, weil wir einfach, wie wir vorhin gerade gesehen haben, die dunklen Stellen sehr schön und fein wieder rausbekommt. Aber hier im Endeffekt seht ihr jetzt genau das, was ich vorhin gerade noch einmal gemacht habe oder was ich vorhin in Capture One auch gerade gemacht habe. Hier die Highlights runter. Ihr seht also, was da einfach noch drinnen ist. Und ich springe jetzt ein bisschen vor. Also das heißt, von den ursprünglich unterbelichteten Foto oder ich sage jetzt einmal, nicht korrekt belichteten Foto ist dann das, was man da jetzt noch rausbekommen kann. So,
Das haben wir eigentlich auch schon alles besprochen. Bin ich schon über alles drüber gestolpert. Ja, grundsätzlich ein paar Specs vielleicht trotzdem noch ganz wichtig. Du hast im mechanischen Shutter bist du bei einem Viertausendstel und im elektronischen bei einem Sechzehntausendstel. Also ja, auch da natürlich kannst du Sportfotografie damit betreiben. Wichtig ist ein hochauflösender Display. Wie gesagt, gerade bei den Kameras, die werden viel verwendet, natürlich auch für Architekturfotografie. Es kommt ja jetzt auch übernächstes Jahr ein Tilt-Shift-Objektiv von Fujifilm direkt heraus, auch eine ganz, ganz spannende Sache. Und eben, wie gesagt, bei der Architekturfotografie ist es eigentlich Usus, ist es normal, ist man es von früher auch so gewohnt, dass man quasi von oben drauf schaut. Diejenigen, die mit der analogen Fotografie angefangen haben, kennen das vielleicht von früher, wo du eben diesen Schacht aufklappst und von oben drauf schaust, einfach vor allem auch, weil man stürzende Linien damit meiner Meinung nach ein bisschen besser kontrollieren und sehen kann. Also das heißt, ich habe hier einen schwenkbaren Bildschirm. Hochauflösend. Auch finde ich ganz nett zu wissen, das vergessen nämlich ganz, ganz viele, dass so ein Bildschirm oder grundsätzlich die Bildschirme weniger Strom brauchen als wie die Sucher, weil sie trotz allem niedrig auflösender sind. Also das heißt, wenn sie mal Akku sparen müsst, dann eher mit dem Bildschirm arbeiten. Und auch so ein ganz ein kleiner Tipp, wo ganz viele mich immer überrascht anschauen. Wenn ihr draußen arbeitet und ihr möchtet ein Bild kontrollieren, ob das passt, ob das gut geworden ist, dann würde ich euch vorschlagen, das über den Sucher zu machen. Also das heißt wirklich Kamera wieder ans Auge und sich das Bild im Sucher anschauen. Man sieht einfach wirklich hier viel, viel besser natürlich die Schärfe, ob das Bild wirklich das geworden ist, was man möchte. Ich meine, es ist eben Fotografieren selber, glaube ich, fällt einem das schon einmal ganz gut auf. Also so ein Bildschirm, schwenkbarer, der ist fantastisch. Genauer arbeiten tut man normalerweise aber eben wirklich über dem Sucher. Okay, welche Objektive ich Neuansteigern empfehlen würde, war jetzt gerade die Frage. Auf das komme ich eigentlich dann auch sehr gern gleich einmal zum Sprechen. Vielleicht schauen wir uns dann gemeinsam die Roadmap an, die Zeit verfliegt, das ist eh verrückt. Gut, komme ich gleich drauf zum Sprechen, eventuell noch das ein oder andere hier, genau, was noch wichtig ist, um diese Seite dann quasi nicht noch einmal aufrufen zu müssen, ist natürlich die Autofokus-Messfelder, für viele mittlerweile schon ganz, ganz normal und selbstverständlich, dass es viele Autofokus-Messfelder gibt, in dem Fall 425. Also das heißt, das Essentielle, die Autofokus-Messfelder sind über den ganzen Sensor verteilt und nicht mehr nur in der Mitte. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil viele wirklich es nach wie vor machen, dass der Fokuspunkt in der Mitte ist. Sie stellen scharf, indem sie leicht durchdrücken und rutschen dann und suchen sich dann erst den Bildausschnitt, den sie wollen. Das verschiebt natürlich meine Schärfe. Das ist eh klar, ja, weil natürlich, wir haben ja vorhin gesagt, dass die Kamera misst alles in Ebenen und je näher das Objekt zu meinem Sensor ist, umso genauer muss ich sozusagen arbeiten. Und wenn ich dann etwas scharf stelle und dann die Kamera schwenke, dann schaut natürlich das, also dann verrutscht mein Fokuspunkt, das ist klar. Ja? Und noch dazu bei einer Mittelformatkamera. Das ist mit einer Mittelformatkamera noch einmal ganz, ganz was anderes. Dementsprechend, das wird euch vielleicht auch schon aufgefallen sein, die Objektive, also es gibt natürlich welche mit größerer Blendenöffnung, das ist klar, aber die liegen alle so bei 1:4 ungefähr. Ja? Also wo wirklich die Objektive anfangen mit Blende 4, wo wir oft einmal sagen, bei Kleinbild oder bei APS-C, oh nein, oh Gott, das geht gar nicht, muss mindestens 2,8, 1,4, was auch immer sein. Also es ist da schon durch den großen Sensor ein ganz ein anderes Verhältnis zu der Tiefenschärfe natürlich. Die ganzen Schnittstellen, die ich brauche, um natürlich auch zu filmen, Ton aufzunehmen und so weiter, sind alle vorhanden. Das habt ihr vielleicht eh schon einmal euch angeschaut, euch schon einmal durchgelesen. Grundsätzlich die Kamera kann ich
in oder den Akku kann ich intern laden. Das ist überhaupt kein Problem. Das geht ja natürlich eh bei den kleinen Kameras auch mittlerweile überall. Gut, ich gehe jetzt mal wirklich kurz auf die Objektivrange hier. Schauen wir mal. Grundsätzlich, welche Objektive würde ich einen Einsteiger in das System empfehlen? Kommt natürlich drauf an, also es gibt da keine generelle Antwort dafür, weil es kommt natürlich drauf an, ist dieser Einsteiger grundsätzlich Neueinsteiger in der Fotografie, nur Neueinsteiger im Mittelformat, Neueinsteiger in Fujifilm. Das ist jetzt einmal die Objektivrange, die wir haben, beziehungsweise auch schon mit dem Ausblick auf nächstes und übernächstes Jahr. Bitte immer dran denken, bei unseren Mittelformatkameras habe ich einen Crop-Faktor von 0,8. Dementsprechend stehen da oben eben die angeschriebenen Millimeter, die jetzt auf dem Objektiv draufstehen, beziehungsweise halt dann, was das Äquivalent zum Kleinbild ist. Ja. Die Kamera selbst eben, also die GFX 50 S2, kommt mit diesem hier unten angeführten Objektiv. Ja. Eben das 35 bis 70 mit Lichtstärke 4,5 bis 5,6. Ich finde, es ist ein sehr schönes Einsteigerobjektiv. Vor allem, was mir da sehr taugt, ist diese Kamera, also sagen wir so, dieses Objektiv, fahre ich aus, wenn ich es benutze, und sobald ich es quasi einpacke, kann ich es in den Travel-Modus geben. Das heißt, die Optik einfahren und das Ganze ist noch einmal kompakter. Finde ich eine sehr, sehr schöne Lösung. Womit ich anfangs sehr viel fotografiert habe, ist das zweimal drüber sozusagen, also dieses 32 bis 64 mm. Die ganzen Bilder, die ihr bis jetzt gesehen habt und auch vielleicht dann nachher noch sehen werdet, sind eigentlich großteils mit dem aufgenommen. Ich habe auch da noch viel viel fotografiert mit dem 80 mm. Ich glaube, ich würde mir auf jeden Fall am Anfang ein Zoom-Objektiv zulegen. Ich finde die Ansicht, dass man nur noch Fixbrennweiten oder grundsätzlich nur Fixbrennweiten verwenden soll, wenn man sich Fotograf nennt, finde ich eigentlich verkehrt und veraltet mittlerweile. Die Objektive sind alle fantastisch, also selbst die Kit-Objektive, auch bei der kleineren Serie von Fujifilm, sind einfach ein Wahnsinn von der Schärfe her und eben auch von der Bildsprache. Was ich sehr, sehr gern mag, wenn du sagst, du wirst in die Porträtfotografie gehen, dann das 110 mm, wunderschönes Bouquet, wunderschöne Bildsprache. Das 120er ist auch durchaus eine Überlegung wert, weil es ein Makro ist, das ich natürlich auch aus Porträtoptik verwenden kann. Hat allerdings dann schon ein sehr extremes Bouquet. Also es kommt einfach, wie gesagt, immer ein bisschen drauf an. Ich würde dir da einfach, Friedrich, ja, glaube ich, wirklich vorschlagen, schreib mir nachher. Und wir können auch gerne mal telefonieren. Und dann können wir uns das genauer anschauen, was da für deine Ansprüche das Sinnvollere ist. Gut, gehen wir da mal wieder raus aus dieser Range. Ich switche jetzt noch mal ganz kurz rüber auf, um kurz die Chats zu machen. Auf Capture One. Im Übrigen auch eine Frage immer, womit lese ich denn am besten meine Fuji-Dateien aus? Also ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Capture One. Meines Erachtens liest es einfach wirklich die Daten von explizit auch von Fujifilm viel besser aus. Also das heißt, wenn ich Bildrauschen habe, bei jetzt anderen Programmen, wie zum Beispiel Lightroom, mit denen ich früher gearbeitet habe, und ich öffne dieselbe Datei dann in Capture One, schaut das wirklich ganz, ganz anders aus. Also wie gesagt, ein großer Fan. Gibt übrigens gerade heute auch von Capture One einen super Black Friday Deal, wo ihr einige, also sogar mehrere, wo ihr da wirklich vergünstigt das
bekommen könnt. Genau, was wollte ich euch noch ganz kurz zeigen, und zwar die Geschichte mit dem ISO-Wert. Wir haben hier beim Benno irgendwo ein Foto gehabt. Ich schaue da jetzt noch mal kurz nach. Genau. Die Frage war oder ist sehr oft bei einer Mittelformatkamera, wie schaut es jetzt aus mit dem ISO-Wert? Ist da jetzt wirklich so ein Riesenunterschied im Vergleich zu einer APS-C, zu einer Kleinbildkamera, beziehungsweise wie hoch kann ich den ISO-Wert drehen von einer Mittelformatkamera? Die Frage ist, finde ich, immer ganz, ganz schwer zu beantworten, weil es kommt immer darauf an, fotografiere ich mit dem Licht oder fotografiere ich gegen das Licht? Fotografiere ich etwas Dunkles im Dunkeln oder etwas Helles im Dunkeln? Ne? Also das heißt, für mich ganz, ganz eigentlich unmöglich, das zu beantworten. Wie gesagt, wir sind hier auf 800 ISO. Klar, ich habe das Foto im Nachhinein dann auch ein bisschen aufgehellt. Meiner Meinung nach hier Bildrauschen im Benno seinem Gesicht. Ja? 800 ISO. Wenn ich jetzt aber hier rüber gehe und ich schaue mir dieses Bild an, 800 ISO, kein Bildrauschen. Also wie gesagt, ich glaube, ganz schwer, so etwas ehrlich zu beantworten. Ich kann es nicht. So, dann gehe ich da wieder zurück. Ist soweit alles okay bei euch? Gut, dann würde ich sagen, wir widmen uns noch ganz kurz dem Vergleich zwischen den unterschiedlichen GFX-Kameras oder zwischen den aktuellen und unterschiedlichen GFX-Kameras von Fujifilm, was so ein bisschen der Unterschied ist. Grundsätzlich einmal die GFX 100, das ist die ganz links, die ist einfach größer. Nein, es ist nicht nur einfach das, aber ja, das ist die größte von den dreien. Die Idee bei dieser Kamera, meiner Meinung nach, also das haben sie hier auch sehr, sehr gut und sauber ausformuliert, das ist wirklich Still Life, Fashion, Studios, Studiofotografie, also arrangierte Setups im Endeffekt sind. Vorteil bei dieser Kamera, sie hat, ich habe sie jetzt leider gerade nicht da, sie hat quasi diesen Hochformatgriff, also dementsprechend, sie hat jetzt nicht einen Batteriegriff, den ich unten dran schraube, sondern das ist von vornherein, sind da bereits zwei Akkus drinnen und dementsprechend ist die Kamera auch mit einem Hochformatgriff sozusagen versehen. Die Kamera selber hat eben 100 Megapixel und worüber sie einen Vorteil hat, meiner Meinung nach, zur 50S II, ist, dass sie genauso wie die 100S einen Hybrid-Autofokus hat. Das bedeutet also, sie ist beim Autofokus einfach meiner Meinung nach doch um einiges noch einmal schneller, obwohl die 50S II durch den neuen Prozessor und eben auch durch einen neuen Algorithmus betreffend vom Autofokus auch wirklich schon um einiges schneller ist, als wie jetzt die 50S oder die 50R. Genau, das heißt also, wir haben da, so, warte, gehe ich auch gleich drauf ein. Sehr gut. So, was war das jetzt? Genau, es steht dann im nächsten Spec drinnen, glaube ich. Okay, also das heißt, du hast da einen schnelleren Autofokus und bei der 100er und du hast diese beiden Akkus drinnen, die dir offiziell jetzt einmal eine Leistung von ungefähr 800 Fotos geben, also 2x400. Die 50S ist jetzt da betitelt mit ungefähr 455 Frames, okay, ich wusste die Zahl gar nicht mehr so genau auswendig. Der Vorteil meiner Meinung nach darin wieder bei der 50S II ist, du hast denselben Akku, wie man ihn jetzt wahrscheinlich bei der, also wie ihr schon kennt, wahrscheinlich von der XT4. Das heißt auch da wieder natürlich, wenn ich zwei verwende, also zwei Systeme von Fujifilm, kann ich da leichter damit arbeiten und switchen. Die Anzahl der Fotos ist in meinem Fall eigentlich hier viel zu niedrig angegeben. Also auch bei der XT4 ist es, glaube ich, mit 560 Fotos oder sowas betitelt. Also ich komme da locker
also locker auf 800 Fotos pro Akku. Ich habe früher, glaube ich, immer 4, 5 Akkus eingesteckt gehabt. Mittlerweile, wenn ich zum Beispiel einen Tag lang eine Hochzeit fotografiere, dann verwende ich 1,5 Akkus den ganzen Tag. Also das heißt, das ist hier die Leistung schon erheblich besser zu früher geworden. Ein großer Unterschied ist eventuell auch noch der Sucher. Du hast bei der 100S oder bei der 50S2 denselben Sucher. Bei der GFX 100 hast du eine 0,8 oder 8,5-fache Vergrößerung und liest in meiner Meinung nach auch noch einmal ganz ein bisschen schneller aus. Ist aber, glaube ich, einfach individuell da ein bisschen das Empfinden. Gut, Unterschied natürlich auch noch bei der GFX 100, dass du hier einen Sucher hast, den man abnehmen kann, also bei der jetzt nicht, aber bei der 100er kannst du den Sucher abnehmen und ein Modul einstecken, womit du den Sucher hochklappen kannst. Was natürlich eben wieder dafür spricht, dass die GFX 100 für Architektur und Produktfotografie extrem gut geeignet ist. Für draußen unterwegs, wie gesagt, würde ich eher auf die kleineren gehen, eben 100S oder auf die 50S2. Hauptunterschiede. Genau, hier haben wir noch einmal zu der Frage von vorhin. Dynamikumfang, eben 14 Blendenstufen. Was auch noch ein Punkt ist, den ich ganz interessant finde, ist, oder spannend finde, sagen wir so, ist das Multishot Pixel Shifting. Also eine ganz ganz witzige Sache. Grundsätzlich funktioniert das so. Die Kamera macht hier 16 Aufnahmen und kann durch den Bildstabilisator, also dass der Sensor halt quasi beweglich ist, den Sensor pro Pixel sozusagen shiften und macht das wirklich bei jeder Aufnahme, shiftet also quasi den Sensor, macht 16 Aufnahmen. Man muss sie dann zwar selber zusammenfügen im Nachhinein mit dem Pixel Shift Programm, aber du bekommst dann eine Aufnahme mit 200 Megapixel. Genau, bei der 100er ist es eine 400 Megapixel Aufnahme dann. Sinn und Zweck von dieser Geschichte ist einfach, Bilder kreieren zu können, die einen wahnsinnigen Dynamikumfang und vor allem auch eine wahnsinnige Schärfe haben. Also das heißt, für Architektur und Ähnliches, klar geht es nur mit statischen Sachen. Die Kamera muss ja 16 Fotos aufnehmen. Ich kann andererseits den Zeitintervall bis zu einem gewissen Grad einstellen, wie lange Pausen sie macht, also direkt hintereinander oder eine Sekunde Pause, ich glaube, oder 2 Sekunden. Einstellen tut man das Ganze übrigens unter dem Drive-Button, bin ich auch schon öfters gefragt worden, verzweifelt, wo finde ich das? Unter dem Drive-Button findest du die Möglichkeit, eben diesen Multi-Pixel-Shift-Shot aufzunehmen. Gut. Habe ich noch etwas vergessen? Ja, natürlich. Filmen kann man auch mit der Kamera. Geht sogar sehr gut mit Full HD und 30 Frames per Second. Klar, kein 4K. Ja, keine 60 Frames per Second. Aber eben Full HD mit 30 Frames per Second ist, lehne ich mich jetzt vielleicht aus dem Fenster, aber doch das, womit die meisten eigentlich grundsätzlich filmen. Also das heißt, es geht eigentlich sehr gut. Und ansonsten auch auf das vielleicht und deswegen da auch auf diesen Specsheet gerade drauf, 30 Bilder pro Sekunde in der Serienbildfunktion und die 100er schafft 5 Bilder in der Sekunde, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Grundsätzlich, die Kamera ist hier mal, oder sagen wir so, diese Kamera ist die günstigste Mittelformatkamera, die es jemals gegeben hat, hat jetzt den normalen Preis bei oder den empfohlenen Preis bei 4.000 Euro und im Set, also wirklich so, wie ich jetzt da auch vor mir habe, das Ganze um 4.500 Euro. Aber natürlich gibt es jetzt noch ganz viele Special Deals gerade im Rahmen dieser Foto- und Video-Days.
oder natürlich auch jetzt der Black Friday beim Digital Store. Also das heißt, ich würde euch da wirklich empfehlen, schaut da einfach mal vorbei. Klar, in dem Fall gerade nur online möglich unter www.digitalstore.at. Instagram genauso auf digitalstorevienna.at. Das brauchst du bei Instagram nicht. Da freuen sie sich sicher, wenn ihr ihnen ein Like da lasst. Und telefonisch sind sie natürlich auch jederzeit erreichbar. So, oder die Zeit rennt, das ist wirklich verrückt. Grundsätzlich habe ich, glaube ich, jetzt noch nicht alle Fragen beantwortet. Ich würde das gerne aber dann wirklich auch noch im Nachhinein in Ruhe machen, weil ich Angst habe, dass wir uns da ein bisschen verfranzen. Also es sind, glaube ich, noch zwei offene Fragen. Ich werde, wenn euch das recht ist, das Ganze einfach unter dem, also es wird in den nächsten Tagen gepostet jetzt, dieses Video auf YouTube, wie eben erwähnt, auf dem Kanal vom Digital Store. Und ich werde dann einfach die Fragen alle noch einmal in Ruhe, die bereits gestellt worden sind, da unten drunter beantworten. Und wie gesagt, ansonsten kontaktiert sie mich einfach noch einmal so direkt jetzt. Das ist überhaupt kein Problem. Gut, ja, Zeit ist eigentlich leider fast schon wieder vorbei. Gibt es sonst noch, da war ja mal Fragen, die ich jetzt noch schnell beantworten könnte. Kannst jetzt noch mal kurz überlegen. Ansonsten, was ich vielleicht euch noch, ja, sie habe ich leider gerade nicht da online, aber was ich euch empfehle und auf jeden Fall noch mit ans Herz lege, probiert es mal aus, wirklich mit der Kamera euch durch die Filmsimulationen zu arbeiten von Fujifilm. Es ist irre, wie schön die JPEGs da bereits rauskommen. Ich mache das eigentlich sehr, sehr viel jetzt, wenn ich Reportagen mache. Da ist natürlich immer die Sache, dass du die Bilder sofort liefern musst, dass du kaum Zeit hast oder gar keine Zeit hast, sie überhaupt auf den Computer zu spielen. Du gibst dann oft nur die Speicherkarten direkt ab oder verschickst diese. Und da ist es natürlich fantastisch, wenn ich von vornherein die Filmsimulationen habe, beziehungsweise sonst das eine oder andere Bild natürlich da auch bodyintern noch bearbeiten kann. Genau. So, dementsprechend bleibt da, da ist noch eine Frage aufgepoppt. Schauen wir mal. Ja, die Filmsimulationen gehen auch, die erste Frage, ich habe schon wieder vergessen. Die Filmsimulationen gehen natürlich auch im Nachhinein. Grundsätzlich ist es so, du kannst ja bei den Kameras, die haben zwei Speicherkartenslots, gell? Das heißt, du kannst natürlich easy auf die eine JPEG, auf das andere RAW fotografieren. Die Filmsimulationen gibt es im Lightroom und auch auf Capture One. Das heißt, du kannst sie danach im Nachhinein überspielen. Du kannst sie auch im Body im Nachhinein drüberlegen. Das geht auch. Ich selber bin ein großer Fan, wenn ich es schon weiß im Vorhinein, dass eben dieses Bild in, ich sage jetzt mal, Schwarz-Weiß zum Beispiel entstehen soll oder entwickelt werden soll, bin ich ein großer Fan davon, das halt auch gleich so zu fotografieren, weil man meiner Meinung nach einfach auch wirklich anders fotografiert. Ich meine, natürlich jetzt nicht nur auf den Bildausschnitt bezogen, sondern vor allem ganz wichtig mit den Parametern. Ja, also das heißt eben Blende, ISO, Wert, Verschlusszeit. Das heißt, wenn ich das weiß, versuche ich es im Vorhinein bereits. Und wenn ich es aber für mich mache oder für einen Auftrag, wo ich danach wirklich noch Zeit habe, auch etwas zu ändern, würde ich definitiv einfach einmal in JPEG und einmal in RAW das Ganze abspeichern, damit ich dann im Nachhinein halt einfach wirklich noch die Möglichkeit habe, das ein oder andere jetzt da umzuändern. Ich kann mal versuchen, vielleicht, wir haben noch 2-3 Minuten Zeit, das Ganze kurz an meinem Lightroom, dass ich es noch finde, zu öffnen. Ich habe hier noch Bilder drinnen, die ich bereits mit den Filtern, also mit Acros war das, fotografiert habe. Vielleicht finde ich das jetzt ganz, ganz schnell noch, dass ich euch das zeigen kann, was da so, oder das war, glaube ich, hier drinnen. Nein.
Entschuldigung, auf die Frage war ich einfach nicht ganz vorbereitet, aber ich finde, es ist schon eine ganz schön, genau hier. Das sind jetzt Bilder, die ich brauche, leider gerade ein bisschen zu laden. Die habe ich zwar nicht mit der Mittelformatkamera aufgenommen, aber das sind Bilder, die ich mit diesem Acros-Filter aufgenommen habe. Damals mit der 100V war das von Fujifilm und die sind nicht bearbeitet. So. Das ist eine Kamera, die hat eine fixe Fixbrennweite, also eine kleine, immer mit dabei Kamera. Habe hier eben, wie gesagt, mit diesem Acros-Filter im Vorhinein schon gearbeitet und die Bilder auch nicht bearbeitet. Genau. So, okay, jetzt muss ich wirklich Schluss machen. Eine letzte Frage noch. Gut, dann bedanke ich mich wirklich ganz herzlich, dass ihr da wart, dass ihr auch so fein mitgearbeitet habt. Und wie gesagt, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn sie dann im Nachhinein noch einmal bei uns reinschaut, auf YouTube, auf unseren Webseiten oder eben auch auf Instagram. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.